So, 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 YouTube. Willkommen zu Geotastic. Wir spielen unsere Standard-Preset-Runde. Ich habe aber ein paar andere Länder noch äh, deaktiviert. Und ich würde sagen, wir starten rein. Fünf Runden und unglaublich lange Zeit. Denn wir wollen 30.000 Punkte bekommen und die werde ich auch kriegen. Wenn nicht, dann möchte ich nicht Wayne heißen. Wir starten das lokale Game und hoffentlich landen wir in den Philippinen. Oh ne. Oha, Kanada. Sieht gut aus. Schweden. Körfürstig Banlecker. Okay, Norwegen sogar. Oder. Gelbe Streifen. Mm -hmm, mm -hmm. Schöner Bachlauf. Erinnert mich an meinen Urlaub, den ich gerade hatte. Da gab es auch immer solche Felsen. Also, Bayern sieht nicht großartig anders aus in manchen Stellen. Vielleicht nicht ganz so massiv, obwohl, doch, mit der Stelle hier, da könnte man auch sagen, fast man ist in Bayern. Wir brauchen Hinweise. Und wo geht's hin? Da, Bus, warte, 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 Bus. Norwegen. Boreal. Okay, wir wissen schon mal, wir sind in Norwegen. Wir haben einen Straßennamen. Und wir haben einen Stadtnamen. Stuckerland. Und wir wissen Boreal. Boreal müsste ja eher hier sein, nicht? Ich weiß nicht, wo die Borealregion losgeht. Hier ist es das dunkelgrüne und hellgrüne, oder? Ist so. Aber die geht ja bis hier vorne gelernt. Die Frage ist, wie groß ist Stockgeland? Wahrscheinlich nicht so groß. Hier ist Stockmann. Storik äh, wir kommen der Sache näher. Stokiosen. Also hier heißen sehr viele Sachen Stock, Stores, Deines. Ich würde sagen, irgendwo hier. Dann fahren wir mal weiter. Wie Rising, nee. Ist hier nicht geplant, dass ich das spiele. Also Spiele sind eh ganz wenig noch geplant hier auf dem Kanal. Eher Timegasser, Geotastic, weil die Zuschauerzahlen bei Spielen einfach so gering sind, dass ich eigentlich nur noch hauptsächlich dann die IRL-Fahrradstreams machen werde. Ich habe auch selber nicht Lust zu spielen aktuell. Sondern lieber das machen, worauf man Lust hat, und das ist sich mit der Technik beschäftigen, weil die macht echt Spaß, auch wenn es schwer ist, die ganzen Sachen herauszufinden. Gerade für, für die Fahrradstreams, die ganzen Halterungen machen mich irre, was es für Möglichkeiten gibt. Die kosten alle gleich relativ viel. Wehus sehe ich auch nicht. Könnte auch einfach nur umdrehen heißen. Ähm, dass man da echt viel Zeit reinstecken muss. Ich habe heute auch schon wieder den Heimtag nur 461, da war's. Äh, irgendwelche Halterungen gesucht und bin zu keinem Ergebnis gekommen. Aber es macht mir Spaß. Hier ist 800, nicht? Das war 800, 700, 600, 500, 400. Hier ist immer noch 600, äh, 700. 700, 200, 300, 6. Wo sind die Vierer? 5, 4, 4. 4, 61. Die müsste von der 46 abgehen. Die ist also hier. Irgendwo vielleicht in der Ecke. 520. Oh, hoffentlich nicht auf irgendeiner Insel. Stockerland. 523. 508. 450. 441. Ich dachte, vielleicht hier vorne drauf. 501, 565, 561. Da haben wir sie. Du, du, du. Geht runter bis hier unten. Aber wir suchen ja Stockeland. Moa. Moa Stockeland. Die geht hier hoch. Wieder Moa. Wir haben ganz schön viel Moa. Und die hört hier auf. Um, sie sie kein Stockeland? Das ist schlecht. Das ist jetzt. Wie sagen die beiden? fei gar nicht gut oder so. Helle, Kosmos, Laudal, Cleveland, Häuslind, Jordan. Nordland. Tja. Stockeland irgendwo hier um die Ecke? Nee. Okay, müssen wir weiterfahren. Hilft nicht. Hallo, normale Ment. Derzeit schaue ich, dass ich eine gute Kamera finde für normale Fotos. Oh ja. Äh, also ich muss sagen, mit dem Samsung Galaxy S24 Ultra ist mir ein bisschen zu klobig. Wir hatten hier Burnouts gemacht. Wer von euch war das? Die Dorfjugend einfach. Äh, ist mir ein bisschen zu klobig, aber die Kamera finde ich schon gar nicht schlecht. Die leistet schon ordentlich was. Ich weiß gar nicht, ob ich mir heutzutage noch eine dedizierte Kamera kaufen würde. Da also würde ich lieber 100 Euro mehr in ein Handy stecken mit einer besseren Kamera. Weil allein die Möglichkeiten, die man hat. Außer du machst wirklich professionelle Fotos, dann würde ich eine moderne Systemkamera empfehlen. Aber dann bist du ja gleich im Tausender-Bereich. Aufwärts. Mindestens. Hey, da war der Anzeigehauptmeister. Hab dich entdeckt. Lambaksken. Oh. Bin dein Handys nicht interessiert. Möchte einfach eine gute Kamera mit optischem Zoom. Aber wie gesagt, also, würde ich nicht machen. Aber ist nur. Sag mal, was machen die hier nachts? Was ist denn hier los in Norwegen? Was machen die Norweger? Haben die nichts zu tun, einfach ein paar Donuts nachts drehen? Aber heftig, das ist ja nicht das erste Ding, was wir hier sehen. Alter Verwalter, die Dorfjung wieder richtig eskaliert, richtig Party. Da war ein Schild in Gegenrichtung. Ja gut, aber was steht da drauf? Wir wollen ja nicht in die Gegenrichtung. Wir fahren jetzt in die Richtung. Weil die steht ja hier in die Richtung, da steht Eidza und sowas. Das hilft uns nicht. Ich brauche eine große Straße. Die kleinen Orte scheinen alle nicht aufzutauchen auf der Karte. Bin heute wieder, ein Rad, gef äh, wieder Rad gefahren. 50 Kilometer und 720 Höhenmeter. Uiuiui. Oi, oi, oi. Ja, zwei Tage hintereinander ist schon stark. Wir wollen ja Sonntag noch eine Tour machen. Da können wir auch noch die Planung nachher machen gearwall stadt gearwall Habe ich alles nicht gesehen, nicht? Das ist alles nicht eingezeichnet. An der Busstation, wo steht. Ja, die, die Schilder kannst du vergessen. Wir wissen ja ungefähr, welche Orte es gibt auf der 461. Und die blauen Schilder sind die einzigen interessanten. Hortemo. Aber selbst Hortemo habe ich nicht gesehen. Also. Hollum sehe ich halt. Meine geht die 461 vielleicht noch höher? Meine, die verschwindet hier zwar, aber vielleicht taucht die hier nochmal auf. Irgendwo. Dass sie so in die 465 übergeht und dann nochmal irgendwo rauskommt. Das hatte ich schon mal. Es kann natürlich sein, dass die hier unten irgendwo rauskommen nochmal. Aber sieht nicht danach aus. Kommen schon die 50er und andere Dinge. Ted Mosby haben wir gefunden. Immerhin. Ich meine, die ganz kleinen Orte, wenn ich ranzoome, haben wir Glück, wenn hier die Kirche irgendwie so bezeichnet ist, nicht? Eichland, Stubstaff, Wegen, Reusland, Weddehus, Brandsvoll. Geht die 4.61 lang da. Cleveland halt. Laudal. Laudalzio. Helle. Konsmo. Ungland. Und da hört sie auf. Geht dann hier runter. Und hier ist halt auch einfach nichts, wo die lang führt. Und dann geht die hier einmal nach unten bis zu der Straße. Und dann geht die hier nach oben weiter. Ah, Und dann ist sie vorbei. Und dieses zweimal Moor macht mich ganz verrückt. Bin ich so überzeugt davon, dass wir wirklich an der Ecke sind? Die 461 endet einfach da auch. Also, die endet hier einfach. Hinter Hollum. Die geht hier runter, plupp. Äh, ne, wo ging sie runter? Hier ging sie runter. Brenners. Und dann ist sie weg. Hier ist ja Süden. Also, weiter südlicher geht's gar nicht. Deswegen, die könnte ja nur nach Norden weggehen. Also da haben wir nicht viele Optionen. Ich glaube einfach die, die haben die, also das hier sind ja neuere Bilder. Vielleicht haben die die Straßen noch mal umbenannt. ein Galden. Snackyop. Einen schönen Snackjob. Wer hat den schon genommen? Steht auf der Karte. Ganz groß. Ja, ich bin blind. Wo steht das ganz groß? Hortemo steht da. Nicht ja Temo. Ja, aber Hortemo waren wir ja nicht. Das hieß ja ein bisschen anders. Aber es kann sein, dass es anders geschrieben wurde. Das haben wir ganz oft. Das ist ein großes Problem, nicht? Wenn die. Sache im, in der Karte nicht so ist, wie sie in der Wirklichkeit geschrieben wird. Da hast du keine Chance, das zu identifizieren. Hier, guck mal, hier haben wir aber nochmal ein blaues Ding. Nodeland. So. Dann müsste ja Nodeland hier liegen irgendwo. Wir fahren gerade nach Süden. Nodeland, okay. Dann wurde es anders geschrieben. Boah. Hortemo hatte ich ja gesehen schon, aber da stand doch Hortamo oder Hortane. Vielleicht anders. Jetzt fahre ich nochmal zurück, das will ich jetzt nochmal wissen. Hortemo. Doch, Hortemo. Na, okay. <laughs> aber ich hatte doch eben noch ein anderes Steht. Und schon wieder der Anzeigehauptmeister. Ständig ist er uns auf den Fersen. Wir dürfen nicht mit der Kamera hier langfahren. Ist okay. Wie hieß denn das Ding davor, vorher temo Hm. Idretz lang. Hier, ja, da. Hot Temo, ja doch. Ach mann Warum hast du denn auch noch recht? Hm. Gut, aber. Das heißt, wir sind trotzdem irgendwo... Wir sind ja in Stocklagen oder Stockland oder so. Das steht nicht auf der Karte. Das ist und bleibt ein Problem. Dann müssen wir uns irgendein anderes Merkmal suchen. Vielleicht so eine... Die geht nach Westen weg und die geht nach Norden und die geht nach, nach Süden und da ist ein Bach. Okay, Bach haben wir. Und dann stehen wir hier. Wenn hier noch eine Bushaltestelle ist, wäre ich noch froh. Ansonsten können wir auch hier stehen. Nee. Gehst du über einen Fluss? Gehst nach Norden? Und dann machst du so einen Bogen nach, nach Dings. Und hier sind auch Häuser und da hinten sind auch Häuser. Ja, dann sind wir hier. Das heißt, die Bushaltestelle ist nicht eingezeichnet. Gibt sonst keine andere passende Stelle, oder? Ich logge ein. Bap. 1,39 Meter. Das ist gut, wenn man so eine eindeutige Position hat. Oh, weh. Oh, nee, Bangladesch. Oh, Indien. Oh. Eher Indien, nicht Englisch. Das könnte uns helfen. Dann steht irgendwo die Adresse auf Englisch dran. Wenn hier schon Englisch ist, sind wir in einer großen Stadt. Indias first cement company. Okay, das heißt, wir sind in einem Randbezirk einer größeren Ortschaft. Randbezirk bedeutet hier 100 Kilometer. Ja, dann war es schnell zu finden, nicht? Aber auch eher mit, mit Glück. Wenn du an einer schlechteren Stelle stehst, suchst dich zu Tode. Oh Mann. Ah, eine große Straße. Bitte, dürfen wir da weiterfahren? Manchmal kann man da nicht raufgehen. Sehr schön. Okay. Moller Auto Service Bike Point. Ah, das ist doch super. Ey, ich wollte eigentlich da hin. Weil dann wird einer der Läden hier eine Adresse dran stehen haben. Wenn man es lesen kann. Hat was von Handa die Ecke, oder? Oh, oh, oh. Offizielle Straßenschild. Ey, la lass mich doch da zum Schild. Sag mal, will mich da nicht hinlassen. Dashkara Mokra. Ich glaube, ich habe noch nie in Indien ein grünes Straßenschild gefunden. So, das Problem ist, Indien ist groß und es gibt sehr viele, sehr viele Orte. Ohne Region wird schwierig, nicht? Also ich hätte hier oben irgendwo Jaipur, Kampur, Punjab. Irgendwie sowas gedacht vielleicht. Mokra. Dakshara. Weil ich bisher immer da oben war. Ich hätte hier echt gern so einen Opermodus mit... 200% Zoom der Städtenamen, damit ich das erkennen kann. Die hier nehme ich schon echt ganz schwer wahr. Also ich, ich kann sie lesen, aber ich muss sie wirklich fokussieren zum lesen, nicht beim drüber scrollen sehe ich die nicht. Ah, scheint keine großen Orte zu sein. Dakara erinnert mich so ein bisschen an Stargate, nicht? Da, Yalandhaha. Da waren wir ganz oft drumherum. Shandigar? Bangkot, die Grün. Sind wir schon in Bangladesch drüben? Dahabad. Karakpur. Was haben wir denn noch? Joramandir. Und Gurab. Fifths. Oder sowas. Okay, ich speichere mir das mal ab. Wir müssen mal weiterfahren und noch irgendwie an irgendeinem Laden die Region zumindest einordnen. Patient Transport. School. When save life? Okay. Color Hardware, people who know plastic. Ah, man kann es leider nicht lesen, die ganz kleinen Sachen. Seit 1942. Hm. Animal Buffet Okay Ich bin interessiert hm. Spark School Admission Open Indian Bank Normalerweise hat jeder zweite Laden seine Adresse dran stehen. State of India. Aber hier irgendwie nicht. Ich würde sofort von ihm kaufen, egal was er mir anbietet. Sie mögen Zauntüren? Kaufen Sie Zauntüren. Ich bringe Ihnen Zauntüren. Und Stahl. Sehr vertrauenserweckend. Nördlich-Kalkutta, ja, ja, irgendwie sowas könnte es sein. Es ist Es sehr englisch geprägt, nicht? Eigentlich, glaube ich, ist es denn, ja, genau, eine der größeren Regionen könnte schon sein. Haben wir hier denn hier irgendwas? Singpur? Es könnte natürlich auch einfach ein Bezirk sein, nicht? Kadaha... Ich weiß gar nicht mehr, wie der andere hieß. Gangpur, Gungpur. Lake Town. Oh, hier steht einfach so... Das ist einfach Reizüberflutung, nicht? Shibu Inu. Ah ne, das war ein Hund, nicht? Wir könnten auch in der Nähe von, äh, von von Mumbai oder sowas sein, nicht so was englisch ein, eingetragenes. Ja, wir fahren mal noch. Irgendwo wird schon eine Adresse dran stehen. Whirlpools kriegen wir hier auf jeden Fall. WB. Da gab es ein Mokra. Da gab es ein Mokra. Ich sehe. Ich sehe gar nichts hier. Sehen Monhapur. Aber hier wart Nummer 69. Wir hatten irgendwas mit 52 oder sowas. Na gut, wir können sie ja erstmal festhalten, ich muss eh eine Adresse finden. Hier haben wir nochmal was. Mokra Dashgara. Und da hangt Dahania Kali. Es gibt einfach zu viele. Haora wäre halt cool. Oder wenn halt Kalkutta dran steht, wäre cool. Hier ist Mokra, meinst du nicht? Ah, jetzt habe ich es gesehen. So weit außen. Okay. Aber die anderen Sachen sehen wir nicht. Das hat die Frage, wo die wären. Wenn das schon so weit wäre, dann könnten wir auch da hier irgendwo hier außen haben, nicht? Und das, mit Jo Hollandala Dala Dila na gut, Yorauandaltala. Kagapur. Dakshara im Süden wäre noch irgendwie wichtig. Ich finde es auch verrückt, nicht? Die Schrift hier zum Beispiel scharf, die kann ich lesen. Die hier ist nicht scharf. Also, das macht mich am meisten verrückt, nicht? Das hier, Haror, ist ganz scharf, das kann ich gut lesen. Und das hier, Banga, ist komplett verschwommen. Aber nicht wegen meinen Augen, einfach weil der Browser es falsch rendert. Das nervt mich am meisten. Wäre einfach cool, wenn die eine ordentliche Schriftrendering-Engine mal erfinden im Jahr 2024. Schrift ist sowas. Ah, Unwichtiges. Exklusiv Preschool. Hilft uns auch noch nicht. Hm. Da, ist ein, da ist ein Kali, ja. Aber ich will jetzt eine Adresse haben. Jetzt irgendwelche Orte, die 50 Kilometer weg sind, von irgendeinem Ort zu finden, macht ja keinen Sinn. Wir müssen uns dann eh über irgendeine Schule oder so langhangeln. Ich brauche halt an irgendeinem Laden eine Adresse, dann wissen wir genau, wo wir sind. Das Problem ist, ich fahre inzwischen schon zu weit raus, nicht? Das ist nicht so gut. Bengali Medium? Ah! Man kann es leider nicht lesen. Po Gurasa Dial Gurasa oder sowas. Also ich glaube auch, wir sind eher auf auf so eine auf so ein Randding nicht, wo man öfter mal aus der Stadt auch wieder rausfährt. Ah, okay, wir brauchen eine bessere Adresse. Eine, die man halt lesen kann. Ich glaube, ich fahre gleich mal in die andere Richtung. Was steht da? Nix. Hier vielleicht. Das ist doch groß genug. Okay. Gurab, District Hogli West Bengal. Okay. Norden, Osten, Süden, Westen. Westbengal, Bengal, guck, haben wir. Jetzt District Hugli. Hugli. Also hier. Ist zwar anders geschrieben, aber damit muss man in Indien nämlich leben. Das äh, würde auch hinkommen mit deinem gesehenen Mokra. Jetzt Gurab. Was ist das, was ich hier eben hatte. Gurab gibt denn die Straße vor, auf der wir sind? Das Gurab, das heißt wir sind auf der Straße. Und das Ganze ist Kangishapur, nicht? Äh, oder so. Kangi Gaga, ja, ja. Okay. Also irgendwo hier sind wir. Hilft uns das jetzt weiter? Use Toilet, live healthy. Und wir äh, schreiben ran, wascht euch die Hände danach. Die müssen hinschreiben, benutzt eine Toilette. Weiß nicht, was schlimmer ist. In die Richtung sind wir vorher gefahren, nicht? Genau. Dann fahre ich mal nämlich in die andere nochmal. Hier waren ja auch viele Läden und hier hinter kamen wir irgendwo rausge... Gedunsen. Okay, lässt mich nicht weiter. Oh wow. Oh wow. Ich hätte mich einfach vorhin umdrehen müssen. Größer hätten sie es gar nicht ranschreiben können. <laughs> Schmerzen. Schmerzen. Okay, äh, wir sind jetzt in... Sonasapur. Es muss also irgendwo ja hier auf der Karte... Kanisapur, da waren wir gerade, nicht? So. Und wir sind vorher... Nordosten gefahren. Also irgendwie so sind wir gefahren. Macht die Sache ja noch schwieriger. Ich dachte, wir sind wenigstens auf der Hauptstraße, sind wir aber nicht. Ich glaube, wir sind in der Stadt, wo wir auf die Hauptstraße auffahren. Kann das sein? Wir kann. Obwohl. Hm. Muss nicht. Schibur. Schibir. Was steht denn da wirklich? Somaspur. Sommerspur. Vielleicht sind wir auch direkt hier drin. Aber über Schienen sind wir nicht gekommen. Hm. Tauchen halt immer noch Namen auf, wenn man dichter scrollt. Hilft mir also auch nichts gerade nicht, obwohl ich die genaue Adresse habe. Hier kommen Schienen. Da war eben ein Schienensymbol. Das hilft mir natürlich ungemein, wenn jetzt hier die Schienen kommen. Ja, es ist ja perfekt. Das ist ein Merkmal, mit dem wir arbeiten können. Die verlaufen hier nordwestlich ah, südöstlich, aber eher nord-süd. Das heißt, wir sind jetzt gerade hier. das können wir ja gar nicht sein, nicht? Wenn wir in Gurab waren vorher. Aber wir können noch hier vielleicht sein. Und dann hier rüber, dahin. Das könnte sein, nicht? Ne? Hier. Hier sind wir drin. Dann stehen wir hier vielleicht. Und das ist die Ecke hier. Und dann kommen wir von hier unten. Weil die Straße geht nicht straight rüber. Wir sind hier gerade durchgefahren. Ich meine, wir waren in Kanchi und Gurab irgendwie. Aber wir sind ja mehr als das Stück hier gefahren, oder? Pass halt nur nicht zu dem Namen auf dem Schild. Da stand ja irgendwas mit Schumoma oder sowas. Okay, die Schienen verlaufen hier auf jeden Fall alle gleich. Das heißt, irgendwo hier. An der Schiene. So, wir sind... Na ja, gut, ein See. Wir sind mitten im Nirgendwo hier. Dann würde ich mich erstmal an der Straße noch weiter lang hangeln. Gu oh, super. Selbst auf dem steht steht Gurab. Nicht, aber wenn man nicht weiß, dass Gurab ein Ortsnamen ist, Gurab Welcome Kind Blabber School. Ich meine, es geht nach... Aber es geht nach Mokra. Nach Südwesten. Ja gut, könnte hinkommen. Und nach Dashkara. Wenn wir Dashkara sehen würden... Können wir ja die Höhe so ein bisschen bestimmen. Aber. Das müsste ja denn eigentlich auch in so grau stehen, nicht? Wenn das da schon in grau steht. Und Gurab. Rili 5. Gurab. Blablabla bla 5. Und Joramandir Talat. Meintest das hattest du gesehen, nicht? Hm, die Straße ist schon sehr markant gerade, oder? Verläuft eher östlich. Das muss man ja eigentlich sehen können ganz gut. Die verläuft ja eher nordöstlich. Also sogar mehr nördlich. Ja, ist eigentlich fast 45, 30 Grad. Ich würde sagen, unsere verläuft halt eher flacher, nicht? Das hier würde nicht passen. Weil wir hier hinter den Schienen sind. Hm. Kann eigentlich nur hier sein, oder? Dieses Stück hier. Ghost Power Store, Blue Darts. Ich meine, wir können leider keinen der Läden wirklich identifizieren. Die Bilder sind, glaube ich, auch zu alt dafür. Gerade mal meine Tour von gestern und heute analysiert, sagt normalement. Gestern hatte ich maximal 11% Steigung, heute 16%. Deswegen tun meine Ballen auch ein wenig weh. Ja, Steigung beim Radfahren ist immer ganz wild. Grillguard. Gurab Engineering. Ah, seht ihr? Also, wenn man erstmal weiß, dass Gurab ähm, nicht der Name von ihm ist, sondern Gurab der Name des Ortes ist, dann findet man das natürlich ganz gut auf der Karte, nicht? Aber Gurab Engineering Store wird natürlich hier nicht auftauchen. Aber es sieht schon aus wie die Ecke, wo wir durch sind, nicht? Wo wir rauskamen. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich hier überhaupt gelandet bin. Wir könnten uns noch mit der gurub Wenn ich das andere Wort da lesen hätte können, leider ist er davor, dann wüssten wir, wie die Schule da heißt. Weil Schulen sind eingezeichnet. Das wäre das beste Merkmal, was wir finden können in unserer Ecke. Ein Bikestore hatten wir noch hier irgendwo. Supreme... Pointing Hardware, äh, concrete, vielleicht die, nicht? Die gab es ja seit 1942. Wenn wir die vielleicht hier sehen würden, wäre ich zufrieden. Make-up Studio. Bank of India, die hatten wir doch aber. Das sieht so aus wie die Ecke. Bank of India war, glaube ich, sogar von hier nur ein Katzensprung, nicht? Das war doch hier gleich das große Gebäude irgendwie. Bank of India, hier. Das steht nordöstlich. Wo waren sie jetzt? Ich denke auf Indien. Äh, äh, äh? Das ist südlich. Hm. Das passt nicht. Das ist blöd. Gura Branch. Gura Branch. Aber du bist auf der falschen Seite, du doofe Bank. Das macht mich unglücklich. Bank of India, auch südlich. Leck mich doch. Hm. Und selbst dann müssen wir den Weg hier finden. ACC Cement Company, sehen wir die vielleicht irgendwie? Also, ich bin immer noch der Meinung, dass wir hier sind. Ich weiß halt nur nicht, ob ich von Norden oder Süden kam. Ich weiß auch nicht, ob ich den Weg zur großen Straße nochmal finde. Hm. Sind denn die, glaube ich, nicht? Wir nach Norden? Wir gehen ja immer nach Norden jetzt. Oh, wo sind wir dann? Und dann nach Westen, nicht? Und dann sind wir gleich auf die große Straße. Kann das sein? Hier wäre eine Pharmacy. Ich glaube, das war's. Siam-Stil. Um ACC wieder. Da wollte ich weiterfahren. Was haben wir hier? Gonka. Heute gab es zwei krasse Steigungen. Die waren beide rund vier Kilometer lang. Oh, ich hasse es nicht. Ich, wir haben hier auch so einen Berg. Und wenn du den lang fährst, du merkst gar nicht, dass du einen Berg fährst. Du merkst nur, wie du einfach kaputt wirst und fragst dich, wieso. Und an, am Ende bist du aber auf einem Berg, der 200 Meter hoch ist, und denkst dir nur so: Okay, wie bin ich jetzt hier raufgekommen? High School, Gurab Stial Kumar. Hier, da ist sie. Gurab Stial Kumar, Balika Valida. Wir haben es. Da ist die High School. Wir sind hier in der Straße. Wir kamen gerade vom Süden, also wir kamen vom Norden. Und sind jetzt hier. Das heißt, jetzt müsste im Bogen kommen. Aber wir fahren nach Norden. Ah, wir, wir kamen aus dem Bogen. Das heißt, wir stehen irgendwo hier. Das heißt, ich fahre gerade in die falsche Richtung. So, und wir sind ja nach Norden. Shit. Und dann nach Westen. Aber wir sind nach Norden. Und dann nach Westen, nicht? Und dann sind wir direkt auf dieser Straße hier. Die sehr schmal ist, die ich nicht mal als Straße identifizieren würde. Ja, und hier sind auch Straßen links und rechts. Und das hier ist der Knick. Gewesen. Das Ding hier. So, das ist das Ding hier. Und dann kommt die Schule. So, ich sehe, hab zwei Nebenstraßen gesehen. Also sind wir hier oder da. Hier ist auch Gulab Stilamata Boys. Matterboys. Okay, und wir stehen vor dem Concrete Laden. Er ist natürlich nicht mehr rein, eingezeichnet. Okay, und deswegen, wenn ich in die andere Richtung gehe, bin ich auf die große Straße gekommen. Das passt. Oh, Kacke. Und wir haben einen See neben uns. Es könnte sein hier. Gehen wir nach Süden. Hm. Nichts, was man irgendwie hernehmen könnte, nicht? Also ich meine, hier ist Wasser eingezeichnet. Warum sind die anderen nicht eingezeichnet? Okay, dann müssen wir was anders machen. Wenn wir nach Norden gehen, wie viele Straßen nach rechts kommen, bis wir an der großen Straße sind. Ich kann hier gar nicht weiter oder was. Doch. Manchmal hängt man hier echt fest. Gehen jetzt auch mal langsam vor. Eine. Okay. Ah, zit das schon als Straße? <laughs> ich würde sagen, wir sind hier Und das hier ist jetzt der freie Platz. Jetzt macht die Straße nochmal einen Knick. Ah, ja, den sieht man nicht so genau. Und dann sind wir auf der großen Straße drauf. Und wenn wir nach. Osten fahren müsste gleich ein fetter Abzweig nochmal kommen nach Nord und Süd nach Nord äh, Süd sehe ich ihn nach Nord sehe ich nicht okay ist auch nur so eine Sackgasse das kann also auch das Ding hier sein macht mich irgendwie unglücklich Und das war unser Schild hier, nicht? Äh, das war nicht unser Schild. Interessant. Bin ich echt noch so weit gefahren? Ja, was sagt ihr? Eins, zwei oder drei? Ihr dürft wieder mitentscheiden, ähm, Twitch-Chat. Eins, zwei oder drei? Du musst dich entscheiden, sonst ist es vorbei. Ich meine, wir stehen östlich und dahinter macht die eine Kurve. Ist schon das hier, oder? Back to Start. Und wir stehen am ersten Gebäude und das Ding da könnte das hier sein irgendwie. Weil das Längliche fehlt mir halt. Könnte das halt sein? Auf der anderen Seite sind die Gebäude eh alle nicht eingezeichnet. Wir können aber auch hier sein. Empfehlt aber die Straße, die da reingeht. Wartet mal. Wenn ich die nächste links gehe. Die lange auf sich warten lässt. Ist das schon eine Straße? Weiß nicht. Wahrscheinlich kann ich in die gar nicht reingehen dann. Die hier, ne? Doch, da können wir rein. Die macht einen Knick nach Südosten. Sehr die hier. Dann stehen wir doch hier. Okay, wenn wir rauskommen. Müsste hier eine nach Norden sein. Ja. Okay, hier ist eine Straße nach Norden, die wir nicht rein können. Ah shit. Haben wir an beiden Stellen. Ah. Da ist die zweite Einfahrt. Aber die müsste eigentlich eine Straße. Nee, ist auch nur eine Einfahrt. Müsste noch eine dritte kommen jetzt. Na gut. Die kommt aber nicht mehr. Ah. Das Problem ist hier auch Straßen von Trampelfahren zu unterscheiden. Ist das da zum Beispiel schon eine Straße? Ist das eine Straße? Man kann halt auch nicht direkt davor halten, nicht? Das kann auch nur eine Einfahrt sein. Und in die anderen kann ich immer nicht reinfahren. Das ist schade. Ich mache jetzt einloggen. Ich hätte zwischen den beiden Straßen gehen sollen. Warum sagt ihr denn nichts? Ein Punkt verloren. Nein! Ihr hättet eins sagen sollen! Ah, ich wollte in die Mitte gehen, nicht von 1 zu an 3, aber. Ich hätte aber auch nicht gedacht, dass ich so dicht an der Straße bin. Also sorry, ich musste zweimal klicken, um nach vorne zu kommen. Erklärt aber, wo die Gebäude da nicht sind. Dann war das hier wirklich die freie Stelle. Aber ich hab die Straße halt nicht gesehen, nicht? An dieser freien Stelle. Dann ist das einfach ein Feldweg oder so. Das ist Und hier die hier gab's bei uns nicht, weil da eigentlich eine fette Mauer ist. Arr. Unzufrieden. Kurske Bane, hallöchen, stark. Hätte nicht gedacht, dass sich jemand die immer zu mühe macht für Indien Pinpointing. Ja klar, Leidenschaft. Aber ein Punkt zu verlieren ist dafür die Hölle. Das, das, das versaut den ganzen Run. Ein Punkt liegen gelassen. Okay, nächste Runde, es hilft nichts. Drei von fünf, auf in Indonesien. Oh nee. Oh, es gibt fast kein schlimmeres Land als Amerika. Oh, Kacke. Ich hasse Amerika. Queen Mary Highway. Queen Mary Highway, East Airport Road. Also, wenn ich es jetzt nicht besser wüsste, Queen Mary Highway klingt für mich nach, nach Guam oder so. Ja, das ist wahrscheinlich Gurm oder so eine Scheiße, nicht? Caspar Holstein Drive oder äh, Nördliche Marianen sind wir. Hm. Irgendwie so. 5999 nur? Pfff, du gehst, nicht? Ja, verstehe ich komplett. Educational Complex, do not enter. Warum ich an Gurm denke? Weil da eine Palme war. <laughs> Palme gleich, wir sind irgendwo. Und ich glaube, nördliche Marianen hatte so ein komisches Auto, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich war ewig nicht mehr da. Aber die haben doch nur so ein Kreis: Sankro. Croix. Die, diese doofen Bäume. Educational Complex. Kann natürlich auch irgendwo Los Angeles Region sein und ich blamiere mich gerade komplett. So also viele Palmen. Und Airport Road. Da. University of Virgin Islands. Ach, guck an. Virgin Islands. Wegen sind stimmte Insel. Okay, und wir sind jetzt auf der Highway Road. Und Airport Road. Warte mal, wo ist der Airport? Da. Um Factory Road? Nee. Industrial Road? East Airport Road, okay. Und wie hieß das andere? Ecke? Queen Mary. East, oder? Ja. Hier ist er nämlich schon West. Warum gibt es keine Queen Mary Road? Macht mich gerade unglücklich. Ah, ah, okay. Oh, ich hab nur das Centerline gesehen, nicht? Wenn man rauszoomt. Oh, das ist ja mies. Das ist schon wieder so eine Scheiße von Google. Was soll denn das, nicht? Wäre ich jetzt nicht durch Zufall so dicht dran gewesen, hätte ich das nie gesehen. Okay, wir stehen genau hier. Finish. 4,31 Meter. Ach, da gibt's ja nur 20 Croix. Habe schon Croix gesehen. Ja, ja, das, manchmal. Sind die Namen nicht? Hier, Saint Croix, Saint Croix, Saint Croix. Croissant, Croissant. Und mit Runde 4. Oh, nicht schon wieder. Jetzt wirklich Amerika, nicht? Amerika ist nämlich so riesig, dass ich es nicht mag. Und vor allem in Amerika sind die ganzen Schilder geblurrt. Deswegen hasse ich es noch mehr. Kanada. In Kanada sind alle Schilder geblurrt. Ich hasse es noch mehr. Slow. Seid doch mal ein bisschen langsamer, bitte. Wilton Creek Fabrics. Kingston Road. Okay. Straßenname haben wir schon mal. Oh, war da eine Karte? Ich liebe ja Karten. Wir haben auf jeden Fall schon mal eine Abbildung der Straße. Das heißt, wir müssen sie nicht selber per Paint malen. Das heißt, wenn wir irgendwann eine Region haben... Sag mal, das sieht doch sogar nach einer Google Maps-Karte aus. Vom Ausdruck her. Das heißt, wir sind in irgendwie sowas hier drin. Bisschen dünner müsste das sein. Ja, aber die Ecke hier sieht doch... Und dann die Straße. So ein Bogen. Hier vielleicht mit so einem Hügel. Pinpointing mal anders. Sind alle sehr gerade, die Straßen. Ah, nee. Was Besseres kann uns ja gar nicht passieren, dass sie einfach einen Google-Ausdruck nehmen. Aber es sind wahrscheinlich noch kleinere Straßen als die gelben. Also hier unten sind die halt sehr, sehr eckig. Aber mit diesen Hügel an der Straße und der der Rundung, das werden wir nachher dann, glaube ich, gut festmachen können. Wenn wir es überhaupt brauchen, nicht? Ich meine, beim letzten Mal waren wir. Wo waren wir? Hier unten irgendwo in der Ecke, nicht? Wo nix war. Wo wir kilometerweise zwischen Amerika und Kanada immer geswitcht sind. Das war ein Scheiß. Deswegen hasse ich das eigentlich. Ontario! Okay, Ontario. Ontario. Ontario ist hier. Ah, okay, haben sie nicht eine Google-Karte genommen. Okay. Ups, ich war dahin. Schade. Hätte ja passen können. Haben wir hier so eine schöne Karte irgendwo? Warte mal, Ontario geht von hier bis da. Gibt es auch nicht so viele Straßen. Das ist schon mal gut. Eine Straße, die so einen Bogen hoch macht. Hier haben wir solche. Ah, der Schwung von vorher fehlt. Hier, das könnte es sein. Frontenac? Ist das der Ort vielleicht? Nicht, dass es irgendwo hier oben im, im Nirgendwo drin ist. Das wäre richtig. Beschissen. Aber gehe ich mir nicht von aus. Na, meine schlechten Augen nimm nichts wahr, außer dass hier London ist. Ich wusste gar nicht, dass ich so schnell nach äh, England komme von Kanada aus. Ah gut, gibt ja auch in Berlin in, weiß ich nicht wo, Harrow-Smith. Okay. Harrow-Smith. Harrow-Smith, wo bist du nur? Ich hoffe nicht, dass das wirklich nur so ein Kuhdorf ist. Mm, 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 mm. Ja, da sind wir schon im anderen Bezirk. Ah, gibt einfach auch zu viel kleine Orte. Nicht, wenn ich ranzoome, kommen glaube ich noch mal welche dazu. Ah, das ist immer schlecht. Ah, okay. Auf der 9 oder so war das, nicht? Die wir da gesehen hatten. Es gibt circa 40 bis 50 Berlins in den USA auch. Ja, ja, ganz oft, du zoomst irgendwo ran. Genau wie es äh, Buona Vista oder Bella Vista in Südamerika. Wenn du den Ortsnamen siehst, fahr weiter. Das, das hilft dir gar nichts. Das, das, einmal an die Karte rangezoomt, alles Buona Vista. Natürlich habt ihr alle die schönste Aussicht. Natürlich. Hm. Hast du ihn richtig rausgefunden, eben? Du warst nicht da, um mich zu retten. Nein, haben wir nicht. Wir haben versagt. Deswegen müssen wir jetzt Harrowsmith Smith lösen. Hast du den zweiten Chat? Nö. nochmal in zehn, andre, äh, zehn anderen Ländern sogar in Russland ja ja also Berlin und äh, es gibt so Ortsnamen nicht die gibt's immer wieder ich glaube wir fahren aber noch mal eine Runde weiter hier hier ist die sieben dann sind wir da schon wieder über die Grenze drüber nicht hier ist die elf die Ecke passt schon. Sieben, elf, wenn ich jetzt die neun hätte. Neun, hier unten. Aber dann wird zu neunundzwanzig. Vier, sechs, acht. Das wieder die neuen Watercomp. Ja gut, wir fahren wir fahren zum nächsten Highway und gucken, was da ist. Hab die Nachricht mit Berlin nicht gelesen. Oh, steht aber im Chat. Sunday Stone Masonry. Und zwei Nachrichten über deiner Bermuda. Okay. Hab sogar einen Map namens Berlin mit über 30 verschiedenen Berlin. Oh, super. Also, ich weiß, äh. Warte. Pin ist ja da. Äh, wo war der? Guatemala oder El Salvador? Nee, Guatemala muss es sein. Irgendwo hier ist ein Berlin. Das ist ein ganz kleines Ding gewesen. Ah, wo waren das? Oder war es in Mexiko? Irgendwo hier in der Ecke. Gab's in Berlin. Brito, das hatte ich mal gesehen. Ja, ja, gute Maler hat eins. Okay, dann liege ich gar nicht so falsch. Es war irgendwo irgendwo hier an in der, in der Ecke. Uh, uh, Rio. Das habe ich nämlich mehr durch Zufall gesehen und sowas prägt sich in meinen Kopf ein. Aber wichtige Sachen nicht. Aber auch nicht so, dass ich es zu 100 wiedergeben kann, nicht. Hören sagen, Herr Richter, könnte man bei meinen Aussagen denn immer sagen. Das war aber auch wirklich winzig. Ich glaube, da musste man sogar so ranzoomen, um zu sehen. Ich meine, Las Pass gibt's auch fast überall nicht. La Verde hat die ganzen Standardnamen. Ja, okay. Konzentration. Nicht ADAS-mäßig ablenksen lassen. Äh wir wissen, wir sind irgendwo in Ontario, irgendwo an der 9. Und wir hoffen, dass die 9 da unten ist. El Salvador hat auch eins. Ah, dann habe ich das vielleicht gefunden. Das könnte er sein. Obwohl, El Salvador gibt es, glaube ich, ja gar nicht auf Maps, nicht? Guatemala weiß ich auf jeden Fall, dass ich da rumgefahren bin. Wie viele Kilometer warst du in Indien daneben? 15 Meter oder so. Für 100-volle Punktzahl. Es war eine Querstraße. Wobei du da nicht Straße sagen kannst, es war ein Häusertrampelfahrt neben meinem. So, Quinn Road 3647. Scheiße. Ja, die finde ich nicht. Quinn Road. Ich glaube, Richtung Stadt ist eher sinnvoller, oder? Auf jeden Fall weiß man durch die ganzen Ortsnamen Berlin, dass dann die Deutschen aus Berlin da mal hingewandert sind, nicht wahr? Weil wer würde denn in, in Südamerika sonst einen Ort Berlin nennen? Sicher kein Hamburger. Und sicher keiner aus München. Vier. Jaker Road. Ach, es ist nur Road und Gore. Jaker und Gore. Ja, die werden auch nicht auftauchen. Und die vier. Die vier ist hier. Hier ist Jaker. Okay. Ja, wir sind auf jeden Fall in der richtigen Ecke. So, und wo ist Gore? Und Hammersmith? Ich, ich sehe es echt noch nicht. Enterprise! Harrow-Smith, da sind wir. Hab's. Boah, meine Augen. Aber dann stand da nicht 9 auf dem Ding, wo ich gestartet bin. Okay. So, und wo stehen wir genau? Vor Hausnummer 4963. Road 38 Church Street Wilden Road, Harrismith Road, Maria Road, okay, die Kirche. Dachte ich wer eingezeichnet. Was könnt ihr... Hier, Shirt Street. Da steht noch was anderes davor. Und da drüben geht sie weiter. Okay. Wir stehen vor der, die nach Osten geht. Also eher hier so. Bango Bongo. Sehr schön. Und damit die fünfte Runde. 5.999 Punkte statt 6.000. Wir reden da nicht drüber. Minaret Ridge, Infinity Drive. Okay, ist das schon wieder Kanada, oder? Ich denke, der rechnet das irgendwie anhand der Landesgröße und dann, wie weit man vom Ziel weg ist. Äh, nee, nee, äh, er, nur die Entfernung. Landesgröße hat da keinen Einfluss drauf. Also das kannst du einstellen, wie viel Punkte du abgezogen kriegen möchtest. Aber ich habe den Default drin. Deadline, Bla-Bla-Bla, Open Home, kann man nicht so gut lesen. Bullrich, das Linksverkehr, oh Neuseeland. Kan Kanada des Südens, wartet mal. Wo ist die Sonne? Die Sonne ist im Norden, also sind wir im Süden. Okay. Aber hier ist Rechtsverkehr. Hä? Ach, ihr verarscht mich doch hier gerade alle. Hier ist wieder. Die stehen einfach wie sie wollen hier. Und ich fahre in im Kreis. Das ist irgendeine so scheiß kleine. Hä? Oh nein! Wo ist der Ausgang? Oh, ich hasse sowas. Okay, wir fahren immer links lang. Okay, und ich glaube, es ist Rechtsverkehr. Aber wenn die Sonne im Norden ist. Aber gut, sie ist eher im Osten, nicht? Als im Norden. Der steht wieder links. Ach, ihr macht mich doch crazy hier. Es, aber das Schild steht links und er fährt links. Er fährt. Okay, Linksverkehr. Mein Gott. Okay, die führt uns doch auch wieder rein. Und die führt uns auch wieder zurück. Deswegen heißt es auch Infinity Drive, weil man immer im Kreis fährt, was? Ich wusste gar nicht, dass Funkmäuse so gut geworden sind. Meine neue Funkmaus von Logitech ist genauso schnell in Reaktion wie baugleiche mit Kabel. Ja, wäre traurig, wenn wär nicht. Also, es ist wahrscheinlich Mikrobereich, nicht? In dem das schlechter ist. New Zealand, okay. Und da steht ja auch Auckland. Achso, da steht alles drauf, okay. Lokale Handwerker haben sonst immer die Region, in der sie sind. Aber Mülltonnen sind hilfreich. Queenstown, oder? Council. Langs. Chris Dadawa. Okay. Queenstown wäre hier. Das würde auch von den Bergen her passen. Das sieht schon gut aus. Und jetzt. Langs. Contract oder sowas. Du, du Gibbon. Greenstone. Kingston. Wir können auch irgendwo in den Bergen sein, nicht? Wir sind ihr nur in dem District halt. Snack. Ah, Mülltonnen mag ich. Da steht fast in jedem Land genau drauf, wo man ist. Wenn man es denn lesen kann, meistens ist die Kamera leider zu schlecht. Ich habe eine alte MX Anywhere, da merkt man sehr deutlich den Unterschied. Ist noch der alte Sensor. Okay, okay. Stell dir vor, du wohnst in Queenstown und hast eine Freundin in Kevin Heights. <laughs> naja, dann nimmst du einfach das Flugzeug. Wo war Kevin Heights? Kevin, wo warst du? Kevin. Ich habe ihn ja auch gesehen, aber jetzt sehe ich ihn nicht mehr. David Peak sehe ich nur. Direkt gegenüber. Ach so. Ja, gut. Das ist ja keine Strecke. Queenstown zu Walter Peak. Ich glaube, da hast du eher Freude, wenn du hier wohnst. Aber dann fährst du mit dem Boot wahrscheinlich einfach rüber. Okay, wir haben ja sogar den Ortsnamen. Also südlich, neben Westen, ist Wasser: Norden, Osten, Süden, Westen. Wir sind also irgendwo hier wahrscheinlich. In irgendeiner so Ecke. Oh. Und wir haben ja Infinity Drive oder so, heißt das Ding ja. Wir haben hier sogar einen Flughafen. Ich meine, stell dir überhaupt mal vor, du wohnst hier einfach. Schon Strafe genug, glaube ich. Nein, ist natürlich sehr schön da. Aurora Point. Hmm. Gibt's halt so viele kleine Ecken. Bei Westen könnte auch Jack's Point hier sein. Ich weiß ja nicht mehr, wie der Ort heißt, nicht, wo wir gerade sind. 35 bedeutet aber Bacon Road. Äh, nur die Geschwindigkeit, nicht der, die Straße. Naja, wir fahren mal ein Stück. Wir fahren einfach raus aus diesem unsagbaren Ort. Ich meine, so im Frühling und im Sommer ist da bestimmt tipptopp von den Temperaturen, nicht? Die werden auch ihre 30 Grad haben, aber es ist total angenehm. Und am Winter hast du hier aber 80 Meter Schnee. Und kommst du halt nicht aus deinem Haus raus und die Bären warten schon. Guten Morgen. Hast du Honig, sonst esse ich deinen Kopf. Kopf ab. Hunter Cress. Ich habe das Gefühl, ich war schon wieder nur im Kreis. Und die haben auch keine Radwege. Was haben wir hier? Wie heißt das Ding? Wieder Bacon und Aubrey. Okay, die Bacon macht so einen Bogen in die Infinity immer rein. Infinity Bacon. Gefällt mir. I need this. Aber leider haben wir dann einen Punkt zu wenig. <laughs> Salt. Shit. Wollte es gerade kaufen. Wahrscheinlich schnucklige 700.000. Minimum. Okay, aber das ist doch hier was Größeres, nicht? Das kann ja nur Queenstown selber sein. Da, ähm, mach mal. Sehen wir vielleicht wirklich da drüben auf. auf Kevin Heights runter? Dann sind wir wirklich irgendwo hier. Es würde schon hinkommen von der Straße, aber jetzt Ja, stimmt und dann im Westen. Aber das wäre viel zu Flughafen und so nicht, wäre wär viel zu urban. Aber was gibt's denn hier sonst für große Städte? Keine. Ich meine, das andere sind alles ein ein Häuserorte, nicht? Aber wir wissen Bacon Road und Infinity Road. Wenn wir die sehen haben was Brecken Street fast. Also vielleicht hier. Hier sind nämlich auch so eine Kreise. Und hier wäre Wasser im Westen. Tawny, Stalker Road. Stellt euch mal vor, ihr wohnt in der Stalker Road. Wo wohnen sie? Stalker Road. Äh, nein, danke. Ich möchte nichts mit ihnen zu tun haben. Arrowtown. Nee, wir sind schon direkt irgendwie am Wasser. Vielleicht Azos Point hmm 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 gestern war ich 250 kilometer und 3200 höhenmeter radfahren was ja 3200 höhenmeter Banker Marina, Public Refalling. Okay. Marina Only Parking. Wir sind auf jeden Fall in so einem Endding im Süden. Und das ist so südwestlich. Also könnte schon sein, dass wir hier irgendwie gerade raufgucken, oder? Auf dieses Franktown. Und dass wir gerade hier lang gefahren sind. Marina Drive? Wie heißt denn die Straße hier? Tramor, Tramor Street. Auch oh, nicht dieses Lied. Tramor Street. Das sieht schon sehr stark danach aus. Kingston wäre zu klein dafür. Südosten, was ist das hier? Oder der See, aber da könnte man nicht von Südosten auf irgendwas raufgucken. Wir sind aus irgendeinem von diesen Dingern herausgefahren. Halt Von der Straßenführung kommt das hier dem noch am nächsten, nicht? Von diesem ganzen Kreis. Aber wir sind nicht über eine Brücke zum Beispiel. Wir gucken ja jetzt hier rauf. Hm. Eine Marina sehe ich hier aber zum Beispiel auch nicht. Hier wäre Franktown Marina. Aber dann müsste das hier nämlich Tramor Street sein. Und das ist es nicht. An der großen Straße habe ich den Namen nämlich leider nicht. Das ist doch kacke. Rennrad ohne Motor im Odenwald. Eieiei. Ai, ai, ai. Und die haben 3200 Meter hohe Hügel und Berge, ja? Und die fährt man gerne hoch und runter. Uff. Du, du hattest auch ein Radrennen, nicht? Und gewonnen? Lakeside. Bedroom Apartments. Mit Rennrad ist sowas schon möglich. Ich bin heute mit einem Trackingrad und Tasche hinten drauf 50 Kilometer gefahren. Ja. Das, das reicht schon nicht. Ich hatte, hab gemerkt, äh, als wir unterwegs waren, die 100 Kilometer gingen. Aber ich hatte auch echt viel Gewicht dabei. Lake Wangkaka. Okay, wo ist Lake Wangkaka? Wahrscheinlich hier. Oder dort. Oder dort? Okay, wir sind anscheinend in einer ganz anderen Ecke. Ich mein, ich weiß auch nicht, wie groß die Queenstown-Region ist. Geht bis hier oben. Das heißt, wir können auch hier sein. Wankaka, hier. Wir sind in Wankaka. Und dann gucken wir hier auf Südosten. Und dann sind wir hier irgendwo aus der... ...Infinity Road rausgekommen. Da ist auch Bacon Drive. Okay. Jetzt müssen wir nur noch Infinity Road finden. Dann haben wir's. Das ist der Mason Crest. Den hatten wir auch noch. North Lake. Ist halt krass, dass die Region so riesig ist, nicht? Infinity Drive. Okay, da haben wir's. Deswegen sind wir auch nicht rausgekommen. Ah. Okay. Und wir stehen. Infinity Drive, Mina-Net-Rage. Rich. Da. Passt das? Osten? Süden? Go! Natürlich stehe ich einfach mitten auf den Hausparkplatz. 7,90 Meter weg. Und damit haben wir die finalen Results zu 29.999. <laughs> Ein Herz. Schade. E-Bike ist einfach nur Kacke und Betrug, finde ich. Ja, ich glaube, wenn du kurzzeitig das einsetzt, um gewisse Strecken zu überwinden, die vielleicht zu schwierig sind, um dann weiterzukommen, kannst du damit schon einiges machen. Aber ja, viele übertreiben, wie viele Unfälle es gibt, weil irgendwelche Idioten gibt, die nicht fahren können. Aber die Idioten gibt es auch beim Autofahren, beim Laufen, beim normalen Radfahren. Der Idiot bleibt Idiot, egal was du ihm in die Hand gibst. Dem kannst du auch einen Stift in die Hand geben und der sticht es sich ins Auge. Es ist halt ein Idiot. Gib ihm Flugzeug. Gib ihm einen Zug. Der fährt einfach über alles drüber. Boah, bist du schlecht. Ich kenne niemanden mit E-Bike, der ohne Motorhilfe fährt. Ah, gut. Die sind dann alle influenziert. Wir waren in Norwegen. 17 Minuten. Wir waren in Indien. 37 Minuten. Wir waren 3 Minuten in Virgin Islands. Wir waren 14 Minuten in Kanada und 16 Minuten in Neuseeland. Kam mir länger vor. Also, wir haben 89 Minuten gebraucht. Ich weiß gar nicht wo. Sonst haben wir immer so ein Ding, was so 80 Minuten dauert und die anderen sind auch so um die 10. Eigentlich alles durchschnittlich, nicht? Und wir haben hier, glaube ich, bei Kanada ja auch sehr viel gequatscht über Berlin und so. Das hätte ich wahrscheinlich dann in vier Minuten äh, gemacht, wäre ich gefahren und hätte weniger geredet. Das passt. So. Und ihr wisst, was jetzt noch kommt? Fun with Flex. Bis ich vier Flaggen habe. Indien. Das hatten wir ja gerade. Das ist Venezuela, nicht? Ich muss das immer groß machen für den vertikalen Stream kurz. Uh, oh. Uh. Slowenien oder Tschechien? Slowakei. Ah! Slowenien hat das Ding da links. Ah, Kacke. Slowakei. Und die beiden Schildkröten ist sie founded up on the Seas. Konkurrent ist Kettle, ne? Und das ist Großbritannien. Und damit habe ich die vier schon voll. Direkt im ersten Run. Und damit beende ich die Aufnahme für YouTube. Bis dann und tschüss.